So, das Fragezeichen-Level. Hier bekommen wir neue Gegner. Das sind die... Ich weiß gar nicht, was das für Viecher sind. Auf jeden Fall können die hüpfen und uns töten. Wieder einmal. Naja, so ist halt die Sache. So, jetzt wollen wir uns beeilen, solange wir noch... Na... Oh nein, da ist da ist eine Tür. Verdammt. Da ist eine Tür. Na, ich komme nicht hin. Mist. Ja, ich hab's nicht geschafft. Die Türe wäre, glaube ich, ein Secret Level gewesen. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. So, diese Viecher, keine Ahnung, was das ist. Die haben auf jeden Fall irgendeine Spirale. Ja. Unter dem Körper und können dann gefährliche Sprünge absolvieren und uns dabei ein bisschen aus der Reserve locken. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich dann hochkomme. Ein X ist immer gut, ein D haben wir auch. Gut. Ja, das war immer ein Epic Fail. So, da ist ein Schild. Das ist eigentlich immer schön. Was mache ich denn hier? Also, das gibt's doch gar nicht. Noch ein Versuch? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, es ist zu spät oder der Abend ist zu früh. Sag mal. Hä? Naja, anscheinend geht das nicht. Dann müssen wir es anders machen. Dann gehen wir halt hier hoch. Hat auch den Vorteil, dass wir direkt diese Viecher hier töten können. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum ich hier nicht nach oben komme. Naja. Ich vermute mal, als sie den Level-Editor programmiert haben, haben sie bestimmt einige Bereiche festgelegt, in denen keine Bubbles fliegen oder irgendwie sowas. So, hier haben wir das große Glück der Bomben. Ja. Das große Glück der Bomben. Und das kann nicht wahr sein, oder? Naja, jetzt habe ich es erwischt. Aber ich bin auch erwischt. Und das Schöne ist, die ganzen Diamanten werde ich wohl jetzt nicht mehr kriegen. Das gibt's gar nicht, ey. Och Mann. So, Level 39. Was können wir hier erleben? Auch wieder so ein typisches Zweier-Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn während der eine Spieler... Also, jetzt muss ich mal kurz innehalten und überlegen. Das kann nicht sein, oder? Bin ich blöd? Mach ich irgendwas verkehrt? Ja, hurry up, genau. Komisch. Naja. So, während der eine Spieler die linke Seite... Ah, es kommt der Baron von Blubber. Ich glaube, ich springe mal gerade hier runter, denn dann kann ich eventuell den einen noch erwischen hier. Och Gott, die Gegner sind schneller als ich. Das ist ja übelst. So, mal gucken, ob ich jetzt hier hochkomme. Wunderbar. So, ich denke, einen habe ich schon erwischt. Den nächsten schnappe ich mir jetzt. Nein. Ach, schade. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Bombe noch irgendwie erwischen können. Ja, das kann nicht wahr sein, ey. Also das sind jetzt echt die schlechtesten Fails, die ich überhaupt hier habe. Oh nein, jetzt ist er wieder entbubbelt. Vom Platzen eigentlich immer die Blasen. Verstehe ich nicht. Das gibt's gar nicht. Naja. Gut. Ja, was soll ich sagen? Peinlich, peinlich. Aber... Mit ein bisschen Glück haben wir jetzt das 39. Level.
gesäubert. Level 40, ich hoffe eine kleine Erholung. Das sieht schon mal ganz gut aus, ziemlich einfach aus. Oh, wir haben neue Gegner, das sind die Roboter, die können schießen. So ähnlich wie die Geister, die haben die Möglichkeit, diese komischen Kugeln zu ver... So. Sehr gut. Ich habe eine Flasche eingesammelt. Und somit kann ich hier gemütlich die... Bonus... Donuts, Cookies... einsammeln. Auf jeden Fall 30 mal 500 Punkte und der Perfekt-Bonus. Jetzt sind wir bei 149.070 Punkten. Und noch 5 Levels to go, sozusagen. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Ich hoffe, das heißt nichts Schlimmes. Ne, das sieht ganz gut aus. Wir haben unsere drei Lieblingsgegner auf jeder Seite. Das ist hier ein Maiskolben. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ihn mir erwischt. So, hier haben wir diese schöne... Oh. Wie soll ich das jetzt lösen? Hallo? Gut. Jetzt warten noch schöne gemütliche 13 Sekunden. Dum, 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 dum. Also, da frage ich mich, wie man das mal schaffen kann. Gibt's hier irgendwo ein... Nee. Es gibt doch keinen Geheimweg, oder? Da werde ich mal die Suchmaschine befragen müssen. Denn das weiß ich, wie das funktionieren soll. Ja. So, nächstes Level bitte. Level 42. Welche Gegner haben wir in diesem pinken, schönen Level? Unser Lieblingsschießgegner. So, das Schlechte daran, was heißt das Schlechte daran ist, dass ich schlecht bin. Das Besondere an diesen Gegnern ist, dass die natürlich auch schießen können wie die Geister, aber der Schuss ist meines Erachtens viel, viel schneller, soweit ich das weiß. Das seht ihr? Der ist schneller, als ich reagieren kann. Wobei, das ist momentan anscheinend... Ich glaube, ich muss den Joystick benutzen. Also ich spiele momentan mit Tastatur. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Beste, oder das Gelbe vom Ei. Also das gibt's ja gar nicht, meine Güte. Ich muss mich auch mal konzentrieren hier. So, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Jetzt habe ich hier eine Zweiergruppe und eine... Meine Güte. Das kann ich nur hoffen, ne? Wenigstens. Das gibt's gar nicht. Die schießen schneller, als ich springen kann. Das ist unglaublich. Na, immerhin habe ich einen erwischt. Naja, mehr oder weniger. Das gibt's gar nicht. Über die Schüsse gesprungen und dann in den Gegner rein. Das ist ja wirklich dämlich. Ja. So. Jetzt reicht's. Jetzt werden sie alle gemacht. Das gibt's gar nicht. Mein Gott. Man hat überhaupt keine Chance zu springen. Ey, das gibt's ja gar nicht. Immerhin. Das gibt's gar nicht, ey. Oh Mann, ich könnte heulen. So, jetzt erwischt dich aber, wenn er rüber geht. Das gibt's gar nicht. Oder erwischt mich? Nee. Oh, Gott sei Dank. Mann, das gibt's gar nicht. So, Level 42. Peinlich, peinlich. Gelöst. Und wir schauen uns mal das Level 43 an. Das sieht aus wie ein Geist. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Roboter. Ich bin jetzt nicht wirklich gestorben, oder? Anscheinend aber schon. So, ein Roboter, einen Walfisch und ein Gespenst. Und zwar auf jeder Seite.
Jetzt gehen wir mal gerade hoch. Oh, wir haben ein paar Blitze. Hm, das ist aber ärgerlich. Den wäre ich besser mal. Den habe ich nicht mehr erwischt, den Wal. Guck ich mal auf der anderen Seite, ob ich hier von oben kommen kann. Sehr gut. Jetzt noch den Geist. Komm hoch. Los, 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 los. Komm, komm, komm. Na, jetzt muss ich kommen, aber dann erwischt er mich. Das ist doch wohl nicht möglich. Ach, den Blitz wollte ich eigentlich in andere Richtung schießen. Gut. So, erwischt. Aber auch nur, weil ich noch, glaube ich, unverwundbar war. Wenn Bub oder Bob blinken, dann gibt es noch unendlich Leben. Ja, SOS, das brauche ich tatsächlich auch. Ach, du lieber Gott. Ja, das wusste ich mal, wie das geht. Die ersten drei abschießen und dann hochspringen. Und sich dann abschießen lassen. Das ist immer gut. So, wenn man diese Wunderlampe isst, dann hat man die Möglichkeit, die Bubbles in einer höheren Frequenz abzuschießen. Jetzt hätte ich fast die Bananen nicht gegessen. Bonuslevel 45. Ja, das ist in der Tat ein Bonuslevel, weil ich das Schnellbubbeln behalten darf. Los, springt mal hoch, Mensch, Leute. So, mal gucken, wie lange ich das behalten darf, das Schnellbubbeln. Ich denke mal, bis ich sterbe. So, Level 46, wieder das Ouch-Level mit den... Ich weiß nicht, sind das Kakerlaken? Keine Ahnung. Aber das sehen wir im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann.